Über die ACR Bushmaster. Los geht's! Hey Friends, I made a video in English. Check it out. So, wie immer, die Waffe ist entladen und sicher. Und heute bin ich hier mit Sven von LH Tactical und von Schnupperschießen. Hi. Und wir waren draußen und haben dieses wunderschöne Ding geschossen. ACR Bushmaster, hergestellt hier in den USA. Vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt aus diversen Videospielen. Ansonsten ist sie, glaube ich, nicht so sehr vertreten in Deutschland. Aber ein wunderschönes Gewehr. Und wir haben sie nicht nur geschossen aus dem Stand, sondern auch von einem Tripod des Herstellers BOG. Mit ähnlichem Hawksaddle. Das war schon mal sehr interessant, auf jeden Fall. Richtig massives Tripod. Und da haben wir auch mehrere Sachen noch geschossen, das seht ihr mal in einem anderen Video. Auf jeden Fall gehen wir jetzt kurz über ein paar kleine Daten drüber von dieser Waffe und dann zeigen wir euch noch ein bisschen mehr. Shoutout an Vienna Arsenal und an Brabus 06 und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für sie und ihn. Ja, die ACR Bushmaster gibt es in verschiedenen Kalibern. Wir haben sie geschossen in 5.56x45mm, die gibt es aber auch in 7.62x39mm und in den exotischen Kalibern 6.8x43 und 6.5x39. Die Gesamtlänge ist bei 947mm und das Gewicht bei 3.62 kg. Ins Magazin passen 30 Schuss. Fast alle Standardmagazine fürs AR-15. Fast alle Standardmagazine fürs AR-15 passen da rein, genau. Ja, die Lauflänge ist bei 292 mm. Und der Preis für dieses gute Stückchen hier in den USA liegt bei ca. $2.200 laut Hersteller, wenn ich das richtig gesehen habe. Ihr wisst, wie es ist, die Preise variieren immer wieder pro Hersteller, pro Händler vor allem. Und in Deutschland, muss ich ganz ehrlich jetzt passen, kann ich euch nicht genau die Preise dafür sagen. Aber das kommt eben darauf an, was ihr für einen Händler findet. Vielleicht hat er ein Schnäppchen für euch. Das System ist ein Gasdrucklader mit dem Drehkopfverschluss. Und was wir halt hier vorne haben, wunderschön, ich halte es ein bisschen mehr in die Kamera. Das ist eine Einstellung hier für den Gasdruck. Wir haben es vorhin eigentlich hier gehabt, jetzt ist er weg. Wir hatten vorhin einen Schalldämpfer für das gute Ding. Der Schnellwechselsystem. Genau. Das heißt, draufgeschraubt und dann umgestellt und los geht's mit Subsonic. Ja, natürlich ist die hier halbautomatisch. Ihr wisst, Virginia ist es nicht so leicht, eine vollautomatische Waffe zu bekommen. Sie schießt 750 Schuss die Minute, wenn sie vollautomatisch läuft. Oder ihr habt einen sehr schnellen Triggerfinger. Was hier zum Beispiel interessant ist jetzt bei der, und da kommen wir so ein bisschen auf das Rätsel, wer hat was hier an der Waffe hergestellt. Wir haben sehr, sehr viele Magpul-Teile dran. Der komplette Upper ist Magpul. Das heißt, ihr seht hier, Magpul-Zeichen ist eingestanzt. Schulterstütze ist verstellbar natürlich. Komplett Magpul. Ja, erinnert hier auch ein bisschen an die Scar-Form. Ne? Mittlerweile sehr beliebt, diese Schulterstütze. Einklappbar, komplett. Und was hier auch halt einfach mit dabei ist auf dieser Waffe, ihr seht es an den Seiten und oben drauf, Picatinny-Schiene von hinten bis nach vorne. Mit integrierten QD-Aufnahmen. Einmal hier und einmal... Das kannst du nochmal zeigen. Hier, hier. Und hinten hier. Dran, ne? Moment. Drehen wir die gute mal rum. So, hinten, dann hier vorne und da vorne. Was hier interessant ist,
Das kommt auch später noch kurz im Video zu tragen, das werdet ihr sehen. Ich lasse das drin, auch wenn es ein Fail war von meiner Seite. Der Verschlussfanghebel ist hier unten und der Mag Release ist aber hier der obere. Ja, der ist auch ambidextrous, beide Seiten haben das zum Bedienen. Das Problem ist, so ist es mir passiert, beim Finger lang machen, beim Sichern, also als ich aus dem Ziel quasi raus bin, bin ich automatisch an den Mag Release gekommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen arg gewöhnungsbedürftig, wenn ihr halt eben natürlich gewohnt seid zu schießen. Und dann bin ich hier ran und bin zu stark drauf, weil ich hier meinen Finger abgelegt habe. Und direkt habe ich das Magazin ausgeworfen. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es weiß, dann kann man damit trainieren. Und was wir noch rausgefunden haben auf der Range dann, der Verschlussfanghebel geht nicht mit, auch wenn er hier jetzt quasi beim Bewegen des Verschlusses mit nach vorne wandert. Ja. Sobald man schießt, bleibt tatsächlich der Hebel vorne stehen. Das heißt, man kann hier auch tatsächlich rumgreifen. Tja, und wie sich das Baby hier auf der Range geschlagen hat, seht ihr dann jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ich hab's nicht drauf, schade. I wanna try to reload with the gold catch. Using this thing. I like it. It's beautiful. Keep fucking it up. Nothing. It's nothing. Okay. Doesn't reciprocate. I told you, it doesn't reciprocate. I tested it. We tried it, and it was working. Well, you did it wrong.